times. And now we shooting for the double. Watch me spell out prize money. Let me ball out. See the number one contender. Make a rise up to his fall out. Cause I'm all in. Showing off when I turn it out. Run the game cause I learned the raps. Ain't miss a beat cause I learned a song. And I'm hitting licks with that turnaround. Bring the heat, got the burners on. Bring the beef, that's filet mignon. Get the work, what you take me for. Ain't pistol peak, but I dish the rock. And you missing teeth if I hit the spot. In the continent, I go berserk cause I'm making foam. My daily picks for break. Als nächstes sehen wir einen Titelkampf im Halbschwergewicht zwischen The King und Chris, the All-American Weightman. Und hier die Profile der beiden Anwärter auf den Titel im Halbschwergewicht. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. Ready? Und los geht's. Uns erwarten in diesem Meisterschaftskampf 5 Runden à 5 Minuten. Der Headkick bleibt hängen. Er trifft mit der linken. Er bringt die Gerade. Wahnsinn, was für ein Headkick. Der Jab kommt an. Och, was für eine Wüsteschlägerei. Oh ja, gute Angriffe. Ja, er trifft ihn. Gute Kombination, sehr gut. Oh, ein heftiger Suplex, das hat er stark gemacht. Ja, er hat ihn im Dark Choke. Er ist jetzt in der Half Guard. Er geht wieder in die Side Control. Er arbeitet aus der Half Guard. Schön, wie er sich hier am Boden bewegt. Weidman hat ihn im Kruzifix. Er kämpft von oben. Was macht er jetzt aus der Halfguard? Jetzt kommen beide wieder auf die Beine. Oh, heftiger Kick zum Bein. Ja, schöner Kniestoß. Oh, er scheint benommen zu sein. Gute Angriffe hier. Oh, starker Kniestoß, der hat ihn. Wechselt er in die Fullguard. Jetzt hat er die Kontrolle. Weidman sucht nach einem Ansatz für eine Submission. Ah, die Armbar ist knallhart, das geht nicht mehr lange gut. Oh ja, das ist es. Der Kampf endet durch Submission. Dieser Kampf war entschieden, als er es geschafft hat, den Arm seines Gegners zu fixieren. Anschließend war es nur noch eine Frage der Technik. Das war stark gemacht. Schauen wir uns die Wiederholung an. Jetzt hören wir Bruce Buffer mit der offiziellen Entscheidung. Ladies and gentlemen, referee Eve Levine has called a stop to this contest at 2 minutes, 28 seconds of the very first round. Declaring the winner by tap out due to an armbar and new undisputed UFC light heavyweight champion of the world, Chris. Der neue Titelträger im Halbschwergewicht. Ja,